Kinder sind die Zukunft und wenn die Kinder nicht vernünftig ernährt werden, dann ist irgendwie alles Mist. Unser Projekt handelt um den Küchenretter. Wir haben mit Eltern zusammen das Projekt gestartet, um hier eben unsere Küche zu retten. Das Motto ist halt bei uns, ein Held sein für die Helden von morgen. Die Küche ist ausgelegt gewesen für eine viel, viel kleinere Zahl an Kindern als die, die hier heute sind. Hier sind heute 100 Leute mit Erzieherinnen und so weiter, die versorgt werden müssen. Dafür ist die Küche leider nicht mehr ausgelegt und sie muss vergrößert werden. Denn uns ist das ganz wichtig, dass die Küche hier vernünftig arbeiten kann, denn Essen wird immer wichtiger werden. Gestartet hatten wir mit einem Marmeladenfest, um das Ganze so ein bisschen publik zu machen. Also wir haben mit den Kindern dann ja, Marmeladen gekocht, haben die Öffentlichkeit mit dazu eingeladen. Dann gab es ein Kürbisfest, eine Vernissage hatten wir schon. Eine Homepage haben wir jetzt aktuell mit einer Werbeagentur hier aus dem Ort. Wir haben erstmal ein Team gebildet und sind in das Fundraising-Projekt gestartet, indem wir erstmal gesagt haben, was ist das, was muss man da tun, und haben uns erstmal diesen Werkzeugen bedient. Wir haben eine Projektbeschreibung aufgesetzt, wir haben gesagt, was sind denn die Maßnahmen, und damit sind wir dann ziemlich gleich vorangegangen und haben damit eben auch den Startschuss gegeben für 2 Jahre Fundraising-Projekt und haben das damit öffentlich gemacht, dass wir hier eine Küche retten wollen. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan von den Eltern, die sich hier voll einbringen. Hier erlebe ich einen Pulk von Müttern, die so unglaublich nach vorne gehen und so energisch entschlossen sind. Aber da haben die Eltern auch im guten Sinne Druck gemacht, dass es jetzt mal auch losgeht. Das fand ich ganz beeindruckend und wünsche mir, dass, wenn dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, dass wir diese ganzen Mütter, Väter sind es nicht so viele, diese ganzen Mütter irgendwie im Kirchenvorstand übernehmen können und dass die auch den Kirchenvorstand so unter Feuer bringen.